Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Heute gibt es endlich wieder die 100 Baby Challenge. Ich habe es euch gestern versprochen und natürlich, meine Freunde. Ich weiß, eigentlich bin ich sehr schlecht, wenn ich sage, okay, das kommt, aber Freunde, die 100 Baby Challenge, hier ist sie. Heute wird es ein bisschen traurig, denn wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen von ein paar Leuten verabschieden. Ein paar Leute werden älter, ein paar Sims. Also es wird ein bisschen traurig vielleicht, Leute, also holt schon mal die Taschentücher raus und holt euch auch schon mal euer Handy oder euren Kalender raus, je nachdem, wo ihr das reinschreibt, denn morgen ab 14 Uhr XL Stream auf Twitch. Wir eskalieren ein bisschen in die Sims 4. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Das wird sehr geil, Freunde. Und es gibt auch die Sims 4 Landhausleben zu gewinnen. Was Geileres kann es nicht geben. Folgt deswegen schon mal rein. Und, meine Freunde, wir gehen rein ins Game. Hello, 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 Kim. Du bist ja die Mutter des Jahrtausends, dass du dem einen Kind mal was vorliest, nachdem ich hier schon wieder 10.000 Babys schreien höre und heulen höre. Das ist wirklich toll, Kim. Ich bin da so stolz auf dich, dass du dich wenigstens um welches Kind kümmern wirst? Um Vera. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Aber wir müssen uns heute von allen verabschieden. Oh mein Gott, Schock. Schock, Schock, Schock. Nein, natürlich werden wir uns nicht so verabschieden, wie ihr euch das denkt. Außer von Lorenzo und von Gilbert. Die beiden müssen leider, leider gehen, Leute. Die müssen jetzt das Haus verlassen. Die werden noch... Warum schläfst du eigentlich in dem Bett von deiner Mutter? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir, Gilbert? What the... Wow. So, auf jeden Fall müsst ihr beiden noch ein schönes Selfie machen für unsere Selfie-Wand. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mal Kinder hier vergessen haben, Leute. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Aber alle werden heute älter. Wirklich alle. Also auch unsere Kinder werden zu Teenies. Das heißt, wir haben drei neue Teenies. Wir werden drei neue, ja, Kinder haben. Und drei neue Kleinkinder. Also die Kinder... Oh, Kim, du bist ja aber heute... Du bist aber heute krass, ne? Heute ist sie krass, Leute. Heute gibt sie alles. Heute gibt sie wirklich alles, um den Kindern ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Oh, das ist ja furchtbar. Die sind so laut, Leute. Die sind so laut. Oh, nee. Kim, wie wäre es, wenn du dich jetzt mal ganz, ganz zack, zack, zack hier drum kümmerst, um die Kinder, bevor wir dann auch mal nachts um 5, also mittlerweile schon morgens eigentlich... Ja, Kim und Schlaf, sie kennt es nicht, Leute, sie kennt es nicht, denn sie muss jetzt auch ganz viel Kuchen backen, das heißt, sie kennt es wirklich nicht. Wie sieht denn die Küche aus? Haben wir nicht eine Haushälterin? Die macht es schon, oder? Oder ein Haushälter? Ich weiß gar nicht, wen wir haben, aber irgendjemand macht es schon. Wir gönnen uns jetzt erstmal was zu essen, während hier immer noch ein Baby heult. Hallo, ich hab dich doch super effizient gepflegt. Oh, I don't care, Leute, I don't care. Die Kim muss jetzt erstmal was essen, denn... Oh Gott, da ist auch irgendwas Ekliges drin. Vielleicht sollten wir mal schauen, was hier eklig ist, was hier vergammelt ist. Also, wir haben... Oh, das ist ausgezeichnet, das ist doch gut. Das ist auch ausgezeichnet. Ausgezeichnet, verdorben und das... Ah, okay, das heißt, das ist eklig. Und ist hier noch irgendwas verdorben? Das ist ausgezeichnet und das ist auch ausgezeichnet. Wir haben so viel Torte, weil die Kinder die ganze Zeit älter werden, Leute. Aber, ja, sollen sie ruhig Torte essen. Sollte ruhig ein bisschen Torte essen. Sei dir gegönnt, Kim. Und jetzt kommt ja auch noch, wer kommt hin? Der Sammy. So, Sammy, ich weiß, du hast jetzt bald Geburtstag. Wir reden mal ein bisschen miteinander, du süße Maus. Weil ich weiß ganz genau, dass Kims Telefon, Kims Erziehung. Wir sagen mal, guck mal, Mausi, ich sag dir mal, wie man Danke und Bitte sagt, ne? Das ist wichtig. Oh Gott, jetzt ist er Mobbing-Zeuge. Oh Gott, also... Schreite ein und verteidige deinen Freund. Ein paar Kinder waren in der Schule gemeint zu einem meiner Freunde. Das ist natürlich asozial, ne? Wenn du nichts gemacht hast, mein Freund, ich schwör's dir. Ich würde dir erstmal links und rechts eine Backpfeife geben. Aber auf jeden Fall schreitest du da ein oder holst einen Erwachsenen, wenn es um deine Freunde geht? Hä? Auf jeden Fall rein. Am besten noch die Boxen. Wir haben den Extreme Violence Mod drin. Du kannst ihn gerne umboxen. Manieren sinken. Warum Manieren sinken? Hallo, ist doch gut. Ist doch gut, wenn er sich verteidigen kann, unser Junge. Ach, der ist so süß, Leute. Guckt ihn euch mal an, wie er hier sich so freut und so hin und her gewippt ist. Wir können wirklich mal ein bisschen witzig sein und mit ihm reden, weil wir reden so selten mit unseren Kindern und das ist eigentlich ein bisschen schade und wir beschweren uns über Lügner. Wir mögen gar keine Lügner, Kim. Wir mögen keine Lügen. Ach, die sind schon irgendwie süß miteinander. Kims Erinnerung. Was ist denn das hier alles? Geburtserfahrung, Teilgespräch über Schwangerschaft. Okay, das interessiert ihn ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ja, ganz bestimmt interessiert es unser Kind, was mit unserer Schwangerschaft war. Da bin ich mir 100% sicher, meine Freunde. Ich lerne mal unser Kind noch kennen, obwohl wir uns wirklich sehr gut schon mit unserem Kind verstehen. Aber Sammy ist auch einfach eine süße Maus, Leute. Sammy ist auch einfach wirklich... Ist eine süße Maus, das Kind. Da kann ich... Da, puh,
mit Familie angeben oder beim eigenen Kind. Wir fragen mal noch nach der Schule. So ist unser Frühstück hier so ein bisschen. Und unsere... Ach, da heult immer noch ein Baby. Was ist denn los? Kann sich jemand von euch drum kümmern? Kannst du? Ich weiß nicht, vielleicht hat's Hunger. Vielleicht braucht's ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber ich denke, Gilbert macht das schon, ne? Gilbert? Ja. Du bist aktuell noch, du siehst auch ganz schön wild aus, ne? Also da muss ich mal ran und ich glaube ein paar Pickel quetschen. Ich glaube, da sind einige schon ready in deinem Gesicht. Einige sind da, glaube ich, schon ready. So, ne Kim, bei dir ist auch einiges. Ach Leute, ist das nicht süß? Ich wünschte, wir würden uns öfter mit unseren Kindern so gut verstehen. Auch wenn da gerade ein Baby im Hintergrund heult, aber sonst... Also, ja Kim, guck mal, wie sie ihn anguckt, Alter. Kim auch einfach mal... Also, outfit-technisch, Leute, müssen wir auf jeden Fall bald mal wieder... was ändern. Ich glaube, es wird bald mal wieder Zeit, dass die Kim ein neues Outfit kriegt. Die braucht es. Haben wir eigentlich eine Kaffeemaschine? Wir haben da bestimmt eine Kaffeemaschine, oder? Haben wir keine Kaffeemaschine? Oh, ich hätte jetzt gerne ein Käffchen. Ich hätte jetzt gerne ein Käffchen von der Kim. Also mit der Kim. Weil sie muss ja jetzt noch ganz viel backen. Sie muss ja jetzt wirklich noch ordentlich backen, Kim. Und eigentlich müsstest du auch mal wieder Sport machen. Oh je, oh je, oh je, Freunde. Oh je, oh je, oh je. Naja, wir... werden mal Bohnen-Käse-Burrito. Sehr, sehr, sehr lecker, glaube ich. Aber wir machen mal einen Kokoskuchen, Leute. Einen schönen Kokoskuchen. Beibringen bitte und danke zu sagen. Warum geht ihr dafür hier runter? Also warum macht ihr das? Oh Gott, jetzt heult noch ein Kind mehr. Hast du dich nicht gut gekümmert? Doch, ärztlich, guck mal, Gilbert. Der Gilbert, der weiß, wie es läuft. Mit Flasche füttern. Und dann machen wir auch nochmal zu dem Kind. Bisschen pss, pss, pss. Er hat auch gar keinen Spaß, ne Leute, er hat gar keinen Bock. Er hat gar keinen Bock, aber du musst auch ran. Es tut mir wirklich leid, ihr müsst euch alle auch... Ach, ich dachte gerade, wo sind wir denn jetzt? Ihr müsst euch alle um die Babys kümmern. Also nicht nur die Kim alleine, das ist eine Familienaufgabe. Das ist eine Familienaufgabe. Und auch wenn Kim mir gerade lieber backen sollte und ihrem Kind Bitte und Danke beibringt, das ist auch schön, Leute, es ist auch schön, wirklich. So, wir sind super energiegeladen, uns geht super, warum auch immer, was ist denn hier los? Außergewöhnlicher Energieschub, Zeit, das Kinderzimmer einzurichten? Ach nee, Kimi, das müssen wir nicht unbedingt machen. Guck mal, wir haben ein süßes Kleinkinderzimmer hier unten mit ganz viel Spielemöglichkeiten. Wir haben hier oben bombastische Schlafzimmer für die Jungs und für die Mädchen. Also, ne? Leute, nee, 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 nee. Ach, guck mal, stimmt, wir haben ja diesen Kacktisch mal hier hingestellt für die Brunhilda. Ja, haben wir, ah stimmt, wir haben mit der ein Baby gemacht, nicht? Ich würde sagen, haben wir mit der mal ein Baby überhaupt gemacht? Haben wir, Leute. Und wir werden um Rat gebeten von Gilbert, oh Gott, der Arme. Der ist richtig fertig, Leute. Der hat gar keinen Bock. Oh Gott, Gilbert, du süße Maus, ist doch alles gut. Einsam und verlassen, oh Gott, oh Gott. Keiner mag mich, oh Gott, Gilbert, ja. Ich mag dich auch nicht, ist schon okay. Aber... Stell dich vor, sie sagt einfach, jo, das Leben ist kein Ponyhof, halt einfach die Ohren steif. Aber sie sagt, als ganz, ganz tolle Mutter, sagt sie, ich werde dich immer lieben. Und das ist süß. Das ist süß, Gilbert. Wir werden dich immer lieben. Auch die Leute in den Kommentaren werden dich wirklich immer lieben. Und ich hoffe, du gehst jetzt genau ein bisschen spielen am Computer, weil wir müssen hier noch ein bisschen backen. Oh Gott, jetzt ist hier alles dreckig. Naja, die Haushälterin macht das schon, Leute. Dieser Geruch stresst mich. Ja, Sammy, dann räum doch einfach ein bisschen. Sammy räumt auf. Ach, Sammy, du süße Maus, du musst es doch nicht machen. Du musst es doch gar nicht machen. Naja, wir machen hier jetzt erstmal noch einen... Wir können keinen Geburtstag... Diese Torte muss ich... Ach, ja, sorry. Sorry, das ist so dumm. Warum macht ihr das, Sims? Warum muss die denn dastehen? Aus welchen Gründen? Und was war hier? Ich kann diesen Geruch nicht ertragen. Du darfst auch gerne mithelfen. Du musst nicht alles nur deinen Bruder machen lassen, ne? Wer bist du nochmal? Zachary? Du musst nicht nur deinen Bruder das alles machen lassen, aber okay. Du kannst auch gerne mal ein bisschen... Ach nee, Kim, du nicht. Aber das Kind kann ja auch gerne mal ein bisschen saugen. Warum schlafen die denn alle nicht? Warum schlafen die denn alle nicht? Kennt ihr das? Ihr habt hier ein Bett. Guck mal, du hast ein Bett. Du brauchst es nicht, aber du hast Hunger. Ja, du kannst ja auch was zu essen gönnen. Oh Gott, hier ist was kaputt, ne? Wir ersetzen es einfach mal. Wir sind ja reich, Leute. Wir sind ja reich. Was macht sie jetzt? Zuschauen. Wobei schaust du zu? Ich weiß es noch nicht. Wir werden natürlich noch ein Törtchen backen, meine Freunde. Wir sind jetzt hier. Wir sind ja hier nicht von gestern. Käse? Wie Käse? Einfach ein Block Käse oder was machen wir dann? Das finde ich ein bisschen komisch, Leute. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich würde gerne noch so den bunten Kuchen machen. Ach, guck mal, der ist doch auch neu, oder? Der Matcha-Teekuchen? Der ist doch auch neu. Den machen wir doch mal, Kim. Den machen wir doch mal. Boney ist sehr hungrig. Boney Maus, pass mal auf. Wir haben hier noch Kuchen. Den stelle ich jetzt auch mal auf den Boden. Jeder, der Hunger hat, kann sich da einfach mal schon was nehmen. Sie geht jetzt erstmal auf Toilette. Das ist natürlich auch gut. Du hast Hunger. Du hast ein bisschen Hunger, das heißt, du kannst ja auch was nehmen. Was mit ihm? Er hat auch Hunger, er kann sich auch ein Stück Kuchen nehmen.
Und sie kann sich natürlich auch was nehmen. Ich hoffe, jetzt ist überhaupt noch was da. Um Essen bitten. Nee, du musst nicht deine Mutter. Oh Gott, sie hat die Kim. Oh Gott, die Kim, Leute, guckt sie euch an. Sie ist richtig fertig mit der Welt. Sie hat gar keinen Bock mehr. Oh Gott, Kim. Kim, ich rette dich. Ich schwöre es dir, Kim. Ich rette dich, wirklich. Ich werde dich retten. Die Kinder werden jetzt gleich älter. Und die ersten... Oh Gott, oh Gott. Ja, Kim, mach mal noch einen Kuchen. Back mal noch einen Kuchen für die Familie. Haben ja nicht noch 1000 Kuchen im Kühlschrank. So, aber unsere Meisterköchin Kim schafft das natürlich. Sie hat hier, weiß ich nicht, wie viele Folgen. 7 Jahre Kocherfahrung mindestens. Also sie ist ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, was hat Kim denn alles voll? Was hat sie denn alles voll an? Sie hat Erziehung voll, Feinschmecker, ja, Fitness, Fotografie, Charisma, Kochen, Malerei und Tanzen. Schelm ist auf 7, das ist natürlich strong. Wellness ist auch auf 7. Wellness könnten wir auch mal voll machen irgendwann. Aber sonst, Geschicklichkeit auch auf 7, fast die 8. Ja, Kim, also so schlecht bist du gar nicht. Im Saufen bist du auch gut, das dachte ich mir, Kim. Ross ist sehr hungrig. Ross, du Maus, guck mal, hier ist auch noch Kuchen. Gönn dir ein Stück. Und Kim, wir haben hier so einen geilen neuen Kuchen gemacht. Den kannst du, oh, der sieht echt geil aus, Leute. Der sieht echt lecker aus, ne? Da kannst du auch noch Geburtstagskerzen hinzufügen. Von Filzläusen befallen? Ach nee, Kim. Ach nee, das wollen wir jetzt nicht. Wo hast denn die eingefangen? Oh, Kim, wieso hast du jetzt eine Geschlechtskrankheit bekommen? Wieso hast du jetzt eine Geschlechtskrankheit bekommen, Kim? Was ist denn da passiert? Ich weiß es nicht. Naja, Freunde, was jetzt aber erstmal passiert, ist, dass die Guten hier ein bisschen eure Selfies machen für unsere Selfie-Wand, denn die brauchen wir natürlich, die müssen wir vervollständigen. Und er sieht natürlich auch wunderschön aus, bisschen mit dem Dancefloor im Hintergrund. So, schön. Da, haben wir noch ein paar Bilder von dir, die wir gerne aufhängen, die wir sehr, sehr, sehr gerne aufhängen. Und von Gilbert, wo ist er? Gilbert will sich schon wieder um die Kinder. Och, die Kinder sind so schlimm, Leute. Seht ihr das, was die machen? Ich habe dir doch vorhin beigebracht. Ich habe gesagt, Sammy, dich mag ich als Kind. Jetzt mag ich dich nicht mehr. Jetzt ist es vorbei. Es ist wirklich vorbei. Hör auf damit. Kann ich dem sagen, hör auf damit? Ich so tot. Kann ich sagen, ins Bett bringen? Nee. Kann ich dem nicht sagen, hör mal auf damit? Kann ich den nicht ausschimpfen? Anbrüllen, auf Mängel hinweisen. Ja, mach das mal. Mach das mal. Weiß den mal auf die Mängel hin, die der macht. Oh Gott, Leute, hier stinkt alles. Oh Gott, die Armen. Die Armen. Oh, das tut mir so leid. Das tut mir wirklich so leid. Guck mal, das Kind stinkt, aber es isst immerhin. Dann, hier sieht's aus, als ob eine Bombe eingeschlagen ist. Naja, ich bin ein bisschen froh. Ich sag's euch wirklich, wie es ist. Ich bin ein bisschen froh, wenn die zwei weg sind. Dann sind wieder ein paar weniger Sims im Haushalt. Aber es ist natürlich immer mit den Kindern und Kleinkindern hier krass. Es ist immer krass. Gott, guckt ihn euch an. Er ist richtig angespannt. Er sagt, ich hasse es hier. Also, das würde ich jetzt nicht sagen. Uiuiui. Ja, Maus. Pass mal auf. Wir gucken hier mal ein bisschen. Kann man auch noch ein bisschen hier ihn so im Hintergrund haben? So. Guck mal, das ist ein tolles Foto. Das ist ein tolles Foto. Wirklich. Mit dem Kuchen auch noch und dem Kind. Besser kann es nicht sein. Und die hauen wir jetzt unten an die Wand. Und dann müssen wir uns eigentlich schon verabschieden für heute von denen. Und die anderen müssen nicht. Was ist denn das? Der Staubsauger, den kannst du nicht mitnehmen. Der bleibt schön hier, mein Lieber. Der Staubsauger, beide bleiben mal schön hier. Die kannst du mir nicht noch klauen, mein Lieber. So, und Gilbert, du darfst natürlich auch deine Fotos noch aufhängen. Und jetzt müssen wir uns wieder von jemandem verabschieden, Leute. Die beiden werden jetzt gehen. Die werden direkt mal hier die Kerzen auspusten. In der Hoffnung, dass die bei... Ach, guck mal. Das Kind schubst ihn weg. Das sagt so, ich hasse diesen Bruder. Der ist nicht ich. Der ist kacke. Oh Gott. Naja, ne, es ist, wie es ist. Wir können auch bei beiden gern mal die Glasur probieren. Er ist jetzt älter geworden. Yay, yay, yay. Oh, Lorenzo, seelenverwandt, eifersüchtig, selbstsicher. Was ist Lorenzo noch? Wartungsintensiv. Nee, er ist einfach romantisch, Leute. Er ist eine romantische Maus. Er ist eine romantische Maus. Und du kannst nämlich jetzt... Yay, der Einzige, der hier noch mitmacht, sein Bruder. Kannst nochmal direkt Geburtstagskerzen draufhauen, denn... Oh Gott, alle schicken uns Geschenke. Aber geilo, dankeschön. Ja, kannst direkt nochmal welche draufhauen, denn alle werden jetzt älter. Auch du, Sammy, auch Zachary, Sammy und wer war das? Jenny. Ihr werdet auch älter. Ihr werdet jetzt auch zu Teenies. Let's go. Let's go. Und er wird natürlich auch älter. Er möchte Meistermixer werden. Er ist düster, korrekt und besoffen wäre schön. Aber ist er nicht. Er ist noch ein Bücherwurm. Du bist noch ein Bücherwurm mit deiner Moschino-Jacke, du Rich Kid. Oh, Winfried ist schon richtig alt, Leute. Winfried ist schon ein Senior geworden. Marielle hat... Wer ist denn Marielle?
Wer ist denn Marielle? Gilbert? Wer ist das? Wer ist denn die Marielle? Ich kenne keine Marielle. Wer ist dieses Kind und warum hat es uns ein Geschenk geschickt? Ich weiß nicht, das ist ein bisschen gruselig. Das ist wirklich ein bisschen gruselig. Aber naja, du darfst jetzt eigentlich gerne zur Uni gehen. Du bist fertig mit der Schule. Ich weiß nicht, wie es lief. Ich hoffe, es lief wirklich gut für dich, sonst wäre es nicht so nice. Hier sieht's aus, Leute. Hier sieht's aus, wirklich. Möchtest du vielleicht mal hierher kommen? Ach nee, nicht aufräumen unbedingt. Einfach nur hierher kommen, hier hingehen, damit du den Geburtstag auch von deinen anderen Kindern miterlebst. Also wirklich so ein bisschen. Das wäre schön, oder? Das wäre wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich höre die Babys, oh Gott. Ja, ihr seid später erst dran. Ihr kommt noch nicht dran. Erstmal sind jetzt hier die anderen dran, ne? Jeder der Reihe nach. Ach, ich find's immer schade, wenn die ganzen Sims gehen. Das ist immer so ein trauriger Abschied ein bisschen. Bei manchen Sims juckt's mich nicht, aber die waren jetzt auch wirklich schon lange da. Lorenzo und Gilbert haben sich lange um die Kinder gekümmert. Aber Zachary hat jetzt Geburtstag. Zachary, happy birthday von der Kim und von mir. Und pust mal schön die Kerzen aus. Hast du nicht geschafft, ne? Bisschen mehr Mühe geben. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Niemand anderes ist hier, nur noch die Kim, die aber auch schon halb einschläft. Ich bin gespannt, wie Zachary als Erwachsener bzw. als Teenager aussieht. Ich sehe es hier oben schon und hier unten. Naja. Weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Was haben wir denn hier alles? Wellness, innerer Frieden, Selbstpflegespezialist, Zen-Guru. Nee, ich glaube, er möchte vielleicht irgendwas mit Musik machen. Mit Musik wäre doch irgendwas Cooles, ne? Er ist ja schon Musikliebhaber und er ist halt einfach kreativ. Er ist ein kreativer Kopf, Leute. Und er sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Vom Face, Leute, sieht er gar nicht so schlecht aus. Oh, was ist denn da gerade passiert? Ich weiß es nicht. Alle schicken uns Geschenke. Das ist wirklich sehr, 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 sehr lieb von euch allen. Es reicht aber auch irgendwann mal, ne? Irgendwann ist mal Schluss mit lustig. Okay, Jenny wird älter, Leute. Jenny wird älter. Ich bin gespannt. Was ist denn los, Jenny? Pust mal schön die Kerzen aus. Yay! Die Kim wirklich, die gibt ja alles. Die gibt alles im Hintergrund, Leute. So, Sammy, du darfst natürlich auch gerne hier. Okay, sie darf noch nicht die Kerzen er darf noch nicht die Kerzen auspusten. Jenny ist böse. Finde ich gut. Jenny, das finde ich gut, dass du böse bist. Ich finde das wirklich, wirklich gut. Ich möchte aber nicht, dass du ein Psychopath wirst. Ich möchte, dass du eine gemeine Herzensbrecherin wirst. Wann gab's das denn? Weiß ich gar nicht. Finde ich aber gut. Finde ich gut, dass du das machst. So ein bisschen sprunghaft wäre noch nice. Oder selbstsüchtig. Selbstsüchtig passt auch zu ihr dann, glaube ich. Ja, guck mal, das finde ich doch super. Das heißt, wir haben wieder neue Teenager. Aber die ist auch echt hübsch, ne? Die ist auch wirklich, wirklich hübsch, Leute. Vielleicht style ich die mal in einer Special-Folge um. Die drei. Weil ich finde immer, die Teenager, die sollten nice aussehen. Die sollten nicht so hingerotzt aussehen wie die Kleinkinder und alles andere. Das fühle ich da nicht so. So, die braucht jetzt aber wahrscheinlich Hilfe. Oh Gott, da geht's auch richtig kacke, ne? Da geht's wirklich super kacke dem Kind. Okay, naja, du kriegst auf jeden Fall bisschen Hilfe von Kim. Auch wenn Kim wirklich am Arsch ist und gar keinen Bock mehr hat. Ich möchte nicht den Job, dankeschön. Die Kim wirklich, guckt sie euch an. Die ist richtig fertig. Die ist fertig, Leute. Die ist fertig mit der Welt. Die hat 10 Tage gefühlt nicht geschlafen. Eieiei. Eieiei. Naja, dafür hilft sie trotzdem immer noch ihren Kindern. Damit könnte ich sagen, sie ist die krasseste Mutter, oder? Kim ist mit die krasseste Mutter. Sie hat das schon so lange durchgezogen, Leute. Wir kommen nie in eine neue Generation. Ich werde niemals die Kim ersetzen. Sie wird immer den Verjüngungstrang nehmen. Deshalb, also, der Geruch bringt mich um. Dann hilf doch bitte mit. Hilf doch bitte mit. So, sie hat jetzt Geburtstag. Wer bist du nochmal? Boney, ah, das ist Boney. Boney finde ich auch super, Leute. Boney finde ich super. Sie ist engelsgleich. Sie ist jetzt einfach eine soziale Maus. Sie ist eine ganz, ganz liebe, nette, tolle, ordentliche, ja, junge Frau, ein junges Kind. Eher. Aber Boney, oh Gott, sie hat gar keinen Bock, Leute. Sie hat gar keinen Bock. Naja, Kim, wie wäre es, wenn du hier nochmal... Nein! Wieso kannst du Kuchen? Also, wieso geht das? Wieso kann sie ein Stück nehmen, wenn da noch... Ich hoffe, die anderen werden auch noch älter jetzt. So, wir haben wieder so viele Geschenke bekommen. Was stand denn da gerade? Kim hat soeben Bekanntschaft mit Lucy gemacht? Wie das denn, Kim? Wie das denn? Ich weiß es nicht, Leute. Also manchmal hinterfrage ich einiges bei den Sims, ne? Also wirklich einiges. So, du kriegst auch nochmal Hilfe von Kim. Die hilft euch allen natürlich. Und jetzt wird auch noch unser kleiner Sammy älter. Sammy, let's go. Puste, was das Zeug hält. Guck mal, sie ist auch einfach happy, jetzt endlich essen zu können. Oh Gott, Leute, noch 4 Geburtstage müssen wir feiern. Noch
5 sogar, 5. Also Sammy ist Perfektionist. Okay, Sammy, ich weiß gar nicht, was du dann werden möchtest. Vielleicht ein bisschen so Wellness, so ein bisschen inneren Frieden finden, wäre schön, oder? Und bist du einfach, ja, ja, doch, ich glaube, das passt zu dir. Das passt zu dir. Du bist ein Genießer. Du bist ein Genießer und ein Perfektionist. Und mit deinem Hut, Sammy, bist du ja wirklich Bombe. Mit wem haben wir denn da, von wem ist denn, wer ist denn der Vater von Sammy? Oder die Mutter? Ich weiß es gar nicht, mit wem wir da was hatten. Aber das war ja ein hübsches Kind. Ein hübsches Kind. Ach, wir haben sogar noch eine Halbschwester. Oh Gott, unser Stammbaum. Ach, wir hatten was mit... Aha! Mit einem verheirateten Mann, Leute. Ach so. Na dann, die Kim lässt sich nicht lumpen. Ich sag's euch, wie es ist. Die Kim, wirklich, der Stammbaum von der Kim ist einfach nur absolut krank. Also hier hat jeder mal... Wie viele Kinder hast du denn? Ariana, Alter, 10 Kinder rausgepresst. Lukas auch haben wir als Enkel. Wen haben wir hier noch? Anaya und Anthony. Boah, Leute, krass. Und hier, ach guck mal, ah, das ist unsere Enkelin, Marielle. Ja, schön, ich wusste gar nichts von denen. Das ist ja immer toll, wenn man erfährt, dass ich einen Enkel habe oder Enkelin und Grant. Ja, wir haben auf jeden Fall schon einige Enkel und crazy, Leute, sehr, sehr, sehr crazy. So, happy, happy birthday auch an dich, Ross. Oh Gott, was ist denn hier? Verängstigt über das Feuer nachdenken? Mach sowas vielleicht nicht, Vera. Mach sowas vielleicht nicht unbedingt, ne? Macht das jetzt nicht wirklich so. Solange ihr noch hier im Haushalt seid, könnt ihr vielleicht aufräumen und staubsaugen und alles. Das wäre wirklich, 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 wirklich cool. So, du bist ganz, ganz krass. Eigentlich wäre romantisch auch passend, aber gibt es überhaupt für ein Kind? Nee, ne? Das ist ja ein Kind. Noch nicht romantisch. Nee, 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 nee. So, Ross sieht ganz schön wild aus. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke, das ist nett. Das ist wirklich nett. Danke. So, und du kannst hier vielleicht auch noch ein bisschen aufräumen, wenn ihr jetzt alle schon mal am Start seid. So, hier hauen wir direkt nochmal Geburtstagskerzen drauf, denn einmal müssen wir noch Kerzen auspusten für Vera. Und das machen wir natürlich auch, Leute. Da helfen wir gerne. Ja. Och nee, ich hab's schon wieder gehört, ne? Ich hab's schon wieder gehört, was hier abgeht. Also, mein Freund Ross, ich schmeiß dich gleich raus. Ich schmeiß dich gleich aus dem Fenster, mein Lieber. Wirklich. Ja. Ich schmeiß dich gleich raus. Was ist das denn für Musik? Oh Gott, die sind alle schon ganz alt geworden, Leute. Oh nein, unsere ganzen Kinder sterben wahrscheinlich bald, weil sie schon so alt sind. Oh nein. So, Kim, das letzte Mal, dass du das Kind halten musst jetzt, also dieses Kind. Danke, brauche kein Jobangebot. Aber dann müssen wir noch die Babys älter werden lassen. Aber Kim, du darfst wirklich jetzt bald mal was essen. Du darfst was essen und dann darfst du sofort ab ins Bett runter. Unten schläfst du ja. Das hast du dir verdient. Das hast du dir wirklich, wirklich, wirklich verdient. Also, das muss sein. Es muss jetzt wirklich sein. Dankeschön nochmal für die ganzen Geschenke. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, aber wir müssen jetzt was essen und dann weg. Weg, Leute. Gar keinen Bock mehr. Guck mal, und sie weiß direkt schon, wie es läuft. Die kümmert sich um die Kinder, die gute Jenny. Das finde ich gut. Das finde ich gut, Leute. Dennoch werden die jetzt trotzdem älter. Du wirst älter und du wirst älter und auch du wirst älter. Ihr werdet alle älter. So, jetzt haben wir alle geschafft. Also gleich haben wir alle geschafft. Ich bin gespannt, wie sie als Kleinkinder aussehen. Bestimmt ganz, 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 ganz anstrengend. Also die werden, glaube ich, alle... Ich mache die mal nett und engelsgleich. Vielleicht heulen die dann nicht so oft. Wer bist du? Aaron. Ja, ganz nett. Ganz nett. So, wer wird jetzt älter? Natascha. Okay, Natascha, du bist eine Charmeurin. Oh, Natascha, du siehst ein bisschen aus wie ein Clown. Du siehst ein bisschen aus wie ein Clown. Und wen haben wir hier noch rumliegen? Chelsea. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir die Kinder so genannt haben. Also wirklich nicht. Aber wir haben es anscheinend getan, Leute. Wir haben es anscheinend getan. Und ich bin sehr froh, dass wir wieder eine weibliche Teenagerin jetzt im Haus haben. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, die kümmern sich halt wirklich besser um die Babys. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer, wenn die im Haus... Yay! Chelsea! Ja, Chelsea ist neugierig. Chelsea ist neugierig. Ah, Chelsea sieht auch ganz wild aus. Chelsea und ihr Bruder. Wie heißt du? Aaron. Wow. Ihr habt auch einmal mal dieselbe Frisur. Da weiß man auf jeden Fall, wo ihr herkommt. Und du siehst ein bisschen aus wie ein Clown, meine Kleine. Aber gar kein Thema. Gar kein Thema, wirklich. Alles super. Alles super. Dennoch müssen wir uns jetzt leider aus dem Haushalt verabschieden. Lorenzo und Gilbert, das war mir wirklich eine Freude. Ihr wart wirklich ganz, 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 ganz toll. Aber ich muss euch jetzt rauskicken. Ich muss euch rauskicken. Mache ich dann gleich über den MC Command Mod. Oder ich kann es, glaube ich, auch so machen, oder? Kann ich nicht sagen, hier, raus aus dem Haushalt? Ich so, weg mit ihr. Ich wusste gar nicht, was man hier alles machen kann, Leute. Also, wow.
Wow, man kann sogar hier ableben durch Nagerwutfieber. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ableben durch Gift, weiß ich. Achso, wahrscheinlich der, ja, vom Schrankbett zerquetscht. Killerkaninchen. Was? Was gibt's denn hier alles? Herzexplosion. Okay, Leute, das ist nicht das, wie er hier raus soll aus dem Haus. Zauberbohnen? Okay, Leute, ich möchte mich trotzdem verabschieden. Also, Dankeschön, dass du da warst. Und auch Dankeschön, Gilbert, dass du da warst. Mach noch ein kleines Schläfchen im Zimmer der Frauen, denn hier darf jeder schlafen, wo er möchte. Na, hier besetzen wir keinem. Also, wir sagen nicht, du darfst hier nicht schlafen, du darfst hier gerne schlafen. Aber was wir jetzt sagen, Leute, ist, das war's schon mit der heutigen Folge. Ich weiß, die war mal ein bisschen länger. Es tut mir leid für alle, die gerne kürzere Videos mögen. Aber für alle, die Bock auf längere Videos hatten, hier ist es, die Einhorn Baby Challenge. War halt mal ein bisschen länger, es ist, wie es ist. Naja, Freunde, wir hören uns aber morgen wieder in einem fantastischen Mod-Video. Der wird wirklich ganz, 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 ganz toll. Es gibt sogar drei Mods, das kann ich euch schon mal sagen. 12 Uhr und ab 14 Uhr hören wir uns auf Twitch, meine Freunde. Gewinnspiel und der krasse Sims 4 Livestream. Let's go, let's go, let's go. Rein da, folgen, Leute. Ja, ich hab Bock, ihr habt Bock. Bis morgen, meine Freunde. Bis morgen. Ciao, 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 ciao und ciao.